Wir kommen jetzt mal zu einem Thema, das machen eigentlich die wenigsten gerne. Eigentlich kenne ich keinen, der das gerne macht. Es handelt sich um Fensterputzen. Ja, geht Ihnen auch so? Schön, dann sind wir schon mal zu zweit. Ich hasse Fensterputzen und ich glaube, später sind wir auch nicht mehr zu zweit, sondern auch zu dritt. Lieber Carsten, magst du Fensterputzen? Nein, und ich glaube, da geht es mir genauso wie ungefähr 90% der Menschen, nicht nur in Deutschland, sogar weltweit. Da gab es vor kurzem mal eine sehr interessante Umfrage. Da wurde mal gefragt, welche Hausarbeit mögen Sie denn schon mal überhaupt nicht? Dabei ist das Fensterputzen auf Platz Nummer 2 gelandet. Auf Platz Nummer 1 war übrigens Staubwischen. Ja, nur mal by the way. Es ist aber auch nachvollziehbar. Fensterputzen ist lästig, ist eine schweißtreibende Angelegenheit und mitunter, je nachdem wie hoch die Fenster sind, auch durchaus gefährlich. Lassen Sie doch einfach die Fenster putzen. Ja? Jetzt wollen Sie aber keinen Fensterputzer ordern, der Ihnen ordentlich Geld aus der Tasche zieht. Wir haben einen praktischen Roboter für Sie, der Ihnen diese lästige Aufgabe in der Zukunft gerne und dankbar abnehmen wird. Unser ganz intelligenter Fensterputzroboter. Das heißt, er arbeitet sich von oben nach unten und von links nach rechts durch, so lange, bis die Scheibe geputzt ist. Und wenn er weiß, okay, jetzt ist hier alles sauber, meine Arbeit ist getan, dann hört er auf. Und das finde ich toll, denn der arbeitet mit so einem Vakuumprinzip. Das heißt, er saugt sich fest und damit ist er natürlich auch sehr sicher. Es gibt ja diese Fensterputzrobotoren, da muss man also mit so einem Magnetprinzip, ne, wo du dann wirklich ein Gegenstück hast. Aber da ist mir ja auch nicht geholfen. Mir ist geholfen, wenn ich sage, der putzt, währenddessen ich diesen mache. Während Sie die Tageszeitung lesen, während Sie sich mit anderen Dingen beschäftigen, während Sie mit den Kindern spielen oder mit dem Hund gerne mal eine Runde durch den Park gehen, um einfach mal Gassi zu gehen, das ist alles dann doch wesentlich angenehmer, als zu Hause irgendwo knietief im Schmutzwasser zu hängen und die Fenster auszureinigen. Das Coole ist eben, dass hier diese Geschichte mit dem Unterdruck deswegen auch schon so gut funktioniert, weil man eben jetzt auch keine zweite Hand mehr braucht. Normalerweise musst du von außen dann immer noch jemanden Magnet aufsetzen. Ja. Dieser Fensterputzroboter funktioniert also auch bei doppelt verglasten Scheiben, auch bei drei verglasten Scheiben. Und der will auch keine Gehaltserhöhung, der möchte auch keinen Urlaub haben, der macht auch nicht um 19 Uhr oder um 17 Uhr Feierabend. Der funktioniert sogar am Sonntagabend, wenn Sie lustig sind, weil er weitestgehend flüsterleise arbeitet und das bis zu einem Winkel von bis zu 45 Grad. Also auch Dachschrägen, Dachfenster sind eine hervorragende Idee, diese dann doch hier mal mit unserem Fensterputzroboter sauber zu machen. Das funktioniert natürlich nicht nur für Fensterscheiben, das funktioniert auch wunderbar für Wohnzimmertische, ne? Gerade wenn man einen Plastisch hat und zu Hause Kinder, da weiß man, da mal schnell draufgekrabbelt, da ist alles wieder hinüber. Oder aber auch Duschen, die Glaskabine, ja, das funktioniert super. Oder die Fliesen. Ich meine, wir beide benutzen ja Haarspray und dementsprechend sehen die Badezimmerfliesen auch aus. Ja. Also ganz ehrlich, der funktioniert auf jeglichsten glatten Oberflächen und ist so toll. Der erleichtert einen so viel Arbeit. Was Sie brauchen? Lediglich den Roboter und ein bisschen Wasser. Richtig, der hat nämlich hier oben Sensoren auch drin. Das sind so Schmutzerkennungssensoren und Hinderniserkennungssensoren. Das heißt, der sorgt also wirklich erst, wenn die Arbeit getan ist, dafür, dass er ausgeht. Übrigens, selbst wenn Sie den mal in den höheren Etagen, vielleicht auch mal in einem Mehrfamilienhaus, mal in der 7., 8. Etage, auch mal von außen an ein Fenster setzen möchten, machen Sie sich keine Gedanken darüber, dass der vielleicht mal bei einem Stromausfall oder wenn man die Sicherung rausknallt, dann gleich runterfliegt. Zum einen hat er einen 30-minütigen Notstrom-Akku und zum anderen liefern wir Ihnen natürlich auch noch für die höheren Etagen ein Sicherungsseil mit dazu, dass da also auch nichts passieren kann. Jetzt stellen Sie sich bitte mal vielleicht mal Ihre Frau Mutter vor oder vielleicht eine etwas ältere Dame, die in der Nachbarschaft wohnt, die auf irgendwelchen klapprigen Leitern da mit schweren Putzeimern steht und die Fenster ausreinigt. Das kann es nicht wirklich sein. Da kann es zu schlimmen Unfällen kommen. Dann doch lieber einmal den Roboter aufgesetzt. Der murrt nicht, der knurrt nicht und hört erst dann auf, wenn die Scheibe streifenfrei sauber ist. Und das ist wirklich eine enorme Arbeitserleichterung. Hier sehen wir es gerade nochmal bei der Duschkabine. Alle glatten Flächen kannst du eigentlich mit unserem Fensterputzroboter hervorragend ausreinigen. Diese blauen Mikrofasertücher, die Sie immer sehen, die haben so einen Gummizug. Das heißt, da werden die dann aufgespannt. Ja. Und wenn der fertig ist mit Putzen und Sie merken, die sind so ein bisschen dreckig, dann packen Sie die einfach in die Waschmaschine, waschen und fertig ist es. Die sind immer wiederverwendbar. Man spart sich die teuren Reinigungsmittel. Ja, also hier sind Sie wirklich rundum bestens versorgt. NC 54, 49 und die 569. Und in dieser Preisklasse gibt es wirklich keinen vergleichbaren. Das Gerät 284,91 Euro. Das ist ein Preis, da müssen Sie sowas von unbedingt zuschlagen. Das kann ich Ihnen versprechen. Versandkostenfrei kommt er natürlich auch zu Ihnen nach Hause. Ich habe die Geräte schon gesehen für 600 Euro, für 700 Euro, gerade auch im industriellen Bereich. Da bist du wirklich arm dabei. Hier haben wir den wirklich zu bezahlbaren Preisen. Sie werden viele Jahre Freude dran haben. Und Sie können natürlich jetzt hier wirklich alle glatten Flächen ausreinigen lassen. Und mit dieser Zeit werden Sie sicherlich wissen, was Sie damit Angenehmeres alles erledigen können. Also zugreifen. Die
NC 56, ja. 49 und die 569. Und damit gehört Fensterputzen der Vergangenheit an.